meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, hilft Ihnen der Glaube auch? Ja? Was bedeutet das dann? Was ist dieser Glaube, von dem wir sagen, irgendwie, er hilft mir? Oder wir sagen, wenn wir Schwierigkeiten haben, schwierige Lebensphasen durchstehen, der Glaube trägt mich. Das klingt gut und ist sicher irgendwie auch richtig, aber was ist dieser Glaube, der mir hilft, der mich trägt? Wir könnten das auch auf heute Morgen anwenden. Weshalb sind wir heute Morgen hier? Vielleicht, wenn wir tief in uns hineinhören, sagen wir, naja, gehört irgendwie dazu. Oder wir können es nur negativ umschreiben und sagen, wenn ich nicht gehe, habe ich doch irgendwie so ein schlechtes Gewissen. So von früher vielleicht. Was können wir positiv sagen von dem Glauben, der uns hilft? Und wie können wir diesen Glauben fassen, um zu verstehen, was er denn ist, was der tiefste Inhalt ist? Ich denke, das Evangelium heute hilft uns, denn dieser Satz taucht ja hier auf. Dein Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden. Eigentlich ist das eine ziemlich schwache Übersetzung. Geholfen, was heißt geholfen? Wörtlich steht im Text, dein Glaube hat dich gerettet. Was ist die Rettung, die vom Glauben kommt? Und wie sieht diese Hilfe, wie sieht diese Rettung aus? Schauen wir in die Situation des Evangeliums. Ein Gastmahl. Ein Pharisäer, Simon hat eingeladen. Da finden sich viele Leute ein. Das ist sozusagen zumindest ein halb öffentlicher Raum. Und Jesus kommt auch. Er hat keine Berührungsängste. Wir treffen das öfter an, dass Jesus im Haus eines Pharisäers ist oder mit den Pharisäern spricht. Das ist nicht immer eine Falle und nicht immer eine ganz spannungsgeladene Situation. Jesus pflegt den Umgang mit dieser Gruppe. Und während Jesus doch liegt, kommt eine stadtbekannte Frau, eine Sünderin. Mehr sagt der Text nicht, aber das, was er nicht sagt, ist deutlich. Stadtbekannte Sünderin, naja, ich weiß, unsere Fantasie kann ins Kraut schießen, aber es ist schon relativ deutlich. Denn mit dem, was diese Frau tut, sieht man, das ist ein Profi. Die weiß, wie man das macht mit den Männern und was die gern haben. Die kommt unbemerkt und dann geht sie eigentlich ihrer Tätigkeit nach, auch bei Jesus. Sie berührt ihn. Sie fasst ihn an. Wir würden sagen, sie verwöhnt ihn ein bisschen. Das kann sie gut. Wenn wir das so hören, sind wir da nicht auch auf der Seite des Pharisäers? Ganz ehrlich. Mein Gott, wie kann das denn sein? Jesus lässt sich von so einer anfassen. Ja, wo kommen wir denn da hin? Sagen wir doch mal Klartext. Da kommt eine Hure und fasst ihn an. Und zwar auf die Weise, wie sie sonst Männer anfasst. Also Entschuldigung, wo sind wir denn? Wir sind im Evangelium, liebe Schwestern und Brüder. Sind wir nicht auf der Seite des Pharisäers? Der muss doch wissen, was das für eine ist. Und wir mit dem Pharisäer, ob wir nun auf seiner Seite sind, in unserem Denkmuster oder nicht, wir lernen, was der Glaube ist, der hilft, der rettet, der trägt, was er wirklich ganz konkret ist. Das ist etwas sehr Diffuses, wenn wir das sagen, der Glaube trägt uns. Der Glaube hilft mir. Der lässt mich irgendwie mein Leben besser bestehen. Oder wir sagen das oft negativ, ohne Glaube weiß ich gar nicht, wie das recht gehen soll. Obwohl viele Zeitgenossen heute diesen Weg gehen, die kommen ohne Glaube wunderbar zurecht. Wir schauen niemandem ins Herz, aber von außen betrachtet fehlt denen offenbar nichts. Wir haben andere Dinge gefunden.
Und wir müssen auch hier nicht eine, in diesem Sinn, in Anführungszeichen, pharisäische Haltung einnehmen und sagen, naja, aber das ist alles irgendwie so ein komischer Ersatz, den die haben. Das wissen wir nicht. Wir schauen niemandem ins Herz. Nur Jesus schaut hier ins Herz. Das ist der erste Lernschritt aus diesem Nebel, aus dieser Diffusität heraus, die wir uns auf den Glauben berufen, an uns heranlassen müssen. Der erste Schritt heißt, Jesus lässt sich anfassen. Jesus lässt sich berühren. Nun werden Sie vielleicht sagen, naja, das klingt vielleicht so als erster Schritt so in einer Predigtabfolge ganz gut, aber wie mache ich das denn? Ich kann den doch gar nicht anfassen. Der ist ja nicht hier, physisch ist er ja nicht präsent. Das ist auf der einen Seite richtig und auf der anderen Seite gar nicht richtig. Denn Jesus hat uns seinen Leib hinterlassen. Einen physischen Leib hat er uns hinterlassen. Doppelpunkt. Die Kirche. Die Kirche ist der Leib Jesu. Jetzt real existierend. Da werden Sie sagen, Bene, da will ich aber eher nicht anfassen. Da muss man sich doch ständig drüber aufregen. Den Leib will ich nicht haben. Ich will den richtigen haben, den richtigen Jesus. Aber es gibt keinen anderen Jesus, liebe Schwestern und Brüder. Es gibt nur den, in dem er als Leib leben will, jetzt in dieser Zeit. Und das ist die Kirche. Und ich weiß, was das für uns bedeutet. Die Frau wusste auch, warum sie sich ganz nur mit den Füßen beschäftigt. Mit dem Letzten. Sonst berührt sie nichts bei Jesus, nur die Füße. Ob das nicht für uns ein Zeichen sein kann, was es für uns bedeutet, Jesus in seiner Kirche zu berühren? Auch wenn wir uns ständig aufregen, was sie alles nicht macht und alles falsch macht und auch manchmal mit der inneren Entrüstung uns meinen, zu Recht aufzuregen. Wir kommen mit Jesus nur in Berührung, wenn wir seine Kirche anfassen, wenn wir mit ihr in Kontakt sind und seien es die Füße. Und seien es unsere Tränen, die wir über diesen Füßen vergießen. Tränen der Entrüstung, Tränen des Schmerzes, Tränen der Enttäuschung, welche Sorten von Tränen es immer gibt. Das ist die Weise, wie wir mit ihm in Berührung kommen. Und das führt uns zum zweiten Schritt aus der Diffusität heraus. Wir sollen mit ihm in Berührung kommen auf die Art und Weise, die wir können. Wir könnten sagen, was haben wir eigentlich drauf? Das muss sich jeder selber fragen. Was habe ich eigentlich drauf? Was habe ich so drauf? Was kann ich gut? Wo bin ich Profi? Wie diese Frau. Die kommt mit Jesus in Kontakt. Sie berührt ihn auf die Weise, die sie kann. Das hat sie als Prostituierte gelernt. Anzufassen. Liebkosen. Diese Formen der Zärtlichkeit. Das macht sie. Was ist unsere Weise, liebe Schwestern und Brüder? Was können wir gut? Was habe ich drauf? Und das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich kann das, was ich drauf habe, zur Sünde benutzen. Ich kann das pervertieren. Ich kann diese Lebensenergie, die mir von Gott geschenkt ist, meine Begabung, ich kann die so nutzen, dass daraus eine riesengroße Sünde wird. Viele, sagt das Evangelium. Ihre Sünden sind ihr vergeben, dann macht das Evangelium eine richtige Parenthese. Die vielen, die sie hat. So ist das auch bei uns. Wir können das, was wir drauf haben, zur Sünde pervertieren. Aber welch großes Geschenk, welch unglaubliche Chance, wir können es auch auf die andere Weise nutzen. Wir können mit dem, woraus wir bisher vielleicht eine Sünde gemacht haben, etwas Gutes machen lassen. Wir können es nutzen, um mit Jesus in Berührung zu kommen, um mit ihm in Kontakt zu treten. In der Weise, in dem uns das eine leid tut, wie diese Frau. Mit einem Herzen, das ganz erweicht ist, voll Schmerz über das, was vorher war.
Aber der Schmerz überwiegt nicht. Es ist ein liebendes Herz. Es ist ein Herz, das erweicht ist, weil es angerührt ist, weil es sich hingezogen fühlt. Und zwar nicht auch diese Hingezogenheit, nicht eben auf die profihafte, erotische Weise, sondern auf eine ganz wahrhaftige Weise. Das, liebe Schwestern und Brüder, heißt Glauben. Das ist ein Glaube, der trägt. Das ist ein Glaube, der hilft. Das ist ein Glaube, der rettet. Ob wir unsere Art und Weise mit dem, was wir drauf haben, entdecken und dem Beispiel dieser Frau und der anderen Frauen, die heute im Evangelium genannt werden, die möglicherweise ähnliche Geschichten haben wie Maria Magdalena, ob wir das finden, unsere Art und Weise, unsere Begabung, um damit unseren Glauben zu beleben, um damit Jesus anzufassen, jetzt, hier und heute, in seiner Kirche, auch mit unseren Tränen, aber mit unserer Liebe, mit unserer Reue, damit auch wir sagen können und hören, dein Glaube hilft dir, dein Glaube hat dich gerettet.